Anna Hofbauer ist im absoluten Babyglück. Im März teilt die ehemalige Bachelorette erfreuliche Nachrichten mit ihrer Community. Sie und ihr Ehemann Marc Bartel können sich über ihren zweiten Nachwuchs freuen. 2019 werden die hübsche Blondine und ihr Liebster zum ersten Mal Eltern. Und nun ist ihre Familie endlich zu viert. Das verkündet die Schauspielerin vor wenigen Tagen mit einem niedlichen Beitrag auf ihrem Instagram-Profil, auf dem es sich die frisch gebackenen Eltern gemeinsam mit Sohnemann Leo und ihrem Nesthäkchen im Bett gemütlich machen. Weitere Details zu ihrem Wonneproppen behält die Influencerin jedoch noch für sich. Welches Geschlecht ihr Baby hat oder wie der Name der oder des Kleinen lautet, verrät sie bisher nicht. Ihr Familienglück zu genießen steht für Anna und ihren Gatten momentan an allererster Stelle. Wir sind überglücklich, organisieren gerade unseren neuen Alltag und ich verspreche euch, dass ich mich ganz bald mit allem, was euch interessiert, melden werde. Versichert sie ihren Fans erstmals nach der Geburt auf Social Media. Dabei bedankt sich die Zweifachmama auch bei den zahlreichen Glückwünschen, die bei ihr eintrudeln. Daneben ihren Fans tummeln sich auch viele bekannte Gratulanten unter ihrem Beitrag. Ebenso wie Let's Dance-Profitänzerin Isabel Edvardsson freuen sich auch Germany's Next Topmodel-Gewinnerin Lovelyn Enebeshi oder Moderatorin Tanja Bülter in der Kommentarspalte über die Baby-News. Und auch ihre Schwester Sissy Hofbauer ist bereits hin und weg von dem Neugeborenen. Ich freue mich so unendlich für euch, schwärmt die ehemalige Kampf-der-Reality-Stars-Kandidatin im Netz. Weil die Geburt ihres Erstgeborenen nicht planmäßig verläuft, macht sich Anna im Laufe ihrer zweiten Schwangerschaft einige Gedanken. Man hat es im Hinterkopf und denkt, hoffentlich geht dieses Mal alles gut, gesteht sie noch wenige Wochen vor der Geburt im Promiflash-Interview. Dennoch versucht sich die damals Hochschwangere nicht von den Geschehnissen der Vergangenheit beängstigen zu lassen und geht ihre zweite Schwangerschaft deshalb ganz entspannt an. So kann sie ihre Zeit in anderen Umständen in vollen Zügen genießen und verrät im Gespräch: Auch kurz vor der Geburt fühlt sie sich pudelwohl in ihrer Haut. Mir geht es super, ich bin rundum glücklich. Auch körperlich geht es mir super. Vor allem die Vorfreude ihres dreijährigen Sohnes stimmt Anna damals total happy. Er guckt immer, ob das Baby wach ist, ob es schläft, will jeden Abend fühlen. Es ist total süß, freut sie sich zum Zeitpunkt des Interviews noch mit kugelrunden Bäuchlein. Nun kann der kleine Leo sein neues Geschwisterchen endlich richtig kennenlernen. Und auch Marc und Anna nehmen sich die Zeit, ihr neues Leben als vierköpfige Familie in vollen Zügen zu genießen.